Ja, hallo, StarFox hier. Im heutigen Video stelle ich euch das Apex Legends Wargame Event ganz genau vor, Punkt für Punkt, was euch alles in diesem Event erwartet. Zuerst lasse ich mal den Trailer uncut durchlaufen, ohne Kommentar, und danach eben alle Informationen zum Event. Viel Spaß beim Video, los geht's. Looking quite confident, aren't we? Ha, I'm just getting warmed up. You lot have got no idea what's in store for you. Heroes, eh? If you survive what I got in store, then you will be. Everybody loves a little mayhem. Ja, wie immer wieder ein richtig genialer Trailer, den Respawn hier zusammengeschustert hat. Vor allem wieder richtig geile Hintergrundmusik. Und ja, wir haben schon eine Menge Skins im Trailer gesehen. Auch die neuen Spielmodi wurden uns kurz vorgestellt. Die zeige ich euch jetzt natürlich noch im Detail. Zuerst die Bundles, die in den Shop kommen werden. Wir haben hier einen Revenant um 1000 Coins, eben einen epischen Skin. Dann haben wir einen legendären Fuse Skin, der kostet 2000 anstatt 1800. Also, aber da ist eine Waffe dabei, okay, also 2000 geht dann in Ordnung. Dann haben wir diese zwei Mirage Bundles um 1800 und um 2500, einmal eben auch mit einer Waffe dabei. Und ein gesamtes Wargames Bundle, wo wir alle Skins dann drinnen haben, um 6000 Coins. Und ja, diesmal eben leider kein Erbstück dabei. Das nächste Erbstück kommt dann in Season 9 auf den Markt. Auf der zweiten Shopseite hier haben wir dann den Fuse alleine, diesen epischen Skin. Und dafür haben wir aber das Revenant Bundle um 2000 Apex Coins eben mit einer Waffe dabei. Und wir haben hier diesen coolen Lifeline Skin, einmal um 1800 allein und dann einmal um 2000 Coins. Dafür allerdings dann mit 5 diesen Loot Digs. Und eben nochmals das Wargames Bundle um 6000 Coins. Eine Preisstrecke wird es natürlich auch wieder geben. In dieser Preisstrecke haben wir 5 Battle Pass Level drinnen. Wir haben einen Caustic Tracker diesmal drinnen. Da werden sich sicher viele freuen, denn auf den warten ja schon einige. Und eben ein paar Waffenanhänger. Wir haben einen Skin drinnen für den Krypto. Und dann haben wir noch einen epischen Skin drinnen für die Repeater 3030. Oh, der sieht allerdings auch ganz nice aus. Man kann bis zu 1000 Punkte am Tag farmen. Und ja, bis eben alles voll ist. Und natürlich gibt es oben noch die Plaketten zu machen. Da habe ich jetzt allerdings leider noch keine Informationen gesehen, was alles für diese Plaketten erledigt werden muss. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten, nämlich den Kriegsspielen. Mad Maggie hat jetzt am Ende der Saison wieder die Apex Games übernommen und die Kriegsspiele starten am 13.04. am Dienstag, so gegen Abend wahrscheinlich wieder. Und ja, es geht gleich mit einem Knall los. Das erste Kriegsspiel nennt sich Zweite Chance und da erhält jeder Spieler einen kostenlosen Respawn. Wenn ihr getötet werdet, verbraucht ihr einen Respawn-Token und ihr startet an der aktuellen Todesposition wieder zurück ins Spiel, und zwar per Skydive könnt ihr einfach wieder hinunter spawnen und ja, einfach wieder ins Spiel einsteigen. Looten müsst ihr natürlich wieder, könnt aber natürlich eure Deathbox gleich wieder looten, und das stelle ich mir schon mal ganz witzig vor. Solange die zweite Chance aktiv ist, können allerdings die Spieler keine Attentäter, Spur oder Zornplaketten freischalten. Das wäre zu einfach, wurde deswegen für diesen Modus zeitweise deaktiviert.
Der zweite Modus nennt sich dann Ultrazonen, der kommt dann am 15.04. Da haben wir dann wieder diese blauen Bubbles, da ist dann richtig guter Loot drinnen, Goldwaffen und so weiter, epische Beute und da werden sich natürlich die Spieler wieder drum reißen. In diesen Bubbles, da werden eure Trefferpunkte und eure Schilde nach einer gewissen Zeit von selbst wieder hergestellt, das ist zu beachten und ja, ganz normaler Loot am Boden, also ja, hatten wir schon mal diesen Modus und der war eigentlich ganz lustig. Der dritte Modus nennt sich dann Autoabzeichen und da bekommt ihr einfach das Abzeichen von euren Squad-Member, wenn der getötet wird, automatisch in euer Inventar. Ihr müsst also nicht extra noch das Abzeichen suchen gehen, sondern bekommt es eben einfach geschenkt quasi. Könnt dann einfach zu einem Respawn-Sender gehen oder den mobilen Respawn-Sender einsetzen. Von denen werden natürlich auch viel mehr diesmal dann auf der Map verteilt sein und ihr könnt ihn eben ganz einfach zurückholen, ohne vorher das Banner riskant bergen zu müssen. Am 21.04. kommt dann der Modus, der mich momentan jetzt bisher am meisten interessiert, der nennt sich Killzeit und da ist so, wenn eine Legende stirbt, dann wird einfach das Event beschleunigt, das Spiel beschleunigt und je mehr Legenden sterben, desto kürzer werden die Ringzeiten und alles zieht sich schneller zusammen, also da müsst ihr immer den Timer im Auge behalten, denn ansonsten wird euch hier der Ring ganz schnell verschlingen, denke ich, also je mehr Kills stattfinden, desto schneller geht der Ring zusammen, das stelle ich mir mal richtig spannend vor. Der letzte Modus startet dann am 23.04. und läuft bis 27.04. und der nennt sich Rüstungsregeneration. Also eure Rüstung wird sich automatisch regenerieren. Sobald ihr Schaden genommen habt, dauert es 8 Sekunden und dann fängt euer Schild sich automatisch an zu regenerieren und zwar um 12 Punkte pro Sekunde. Solltet ihr gecrackt werden, also euer Schild zerstört werden, dann dauert es 16 Sekunden, bis euer Schild sich automatisch anfängt zu regenerieren. Und zum Schluss noch zu diesem Modus, der Beutepool wird keine Schildzellen enthalten. Also ihr seid auf diese Rüstungsregeneration angewiesen. Das heißt, wenn kein Schild mehr da ist, am besten ein bisschen in Deckung gehen, so wie bei anderen Shootern und eure Rüstung wird sich automatisch wieder aufladen. So, und nachdem ihr jetzt alles zu diesem Event wisst, würde mich natürlich eure Meinung zu diesem Event interessieren. Schreibt mir einen Kommentar, wie findet ihr dieses Event? Ich finde es ehrlich gesagt richtig genial. Also mich freut es immer, wenn eine Menge Abwechslung in die Spiele reinkommen. Ich mag das nicht, wenn immer alles gleich ist, bla bla bla. Immer das gleiche 0815 Apex Gameplay. Also richtig coole Abwechslung wieder mal drinnen. Mir taugt das. Die Skins, ja, gehen in Ordnung, sind zum Großteil Recolors. Mal schauen, vielleicht staube ich mir diesmal einen ab. Nein, ich habe eigentlich noch gar keinen von diesen Skins, also vielleicht werde ich mir einen holen. Ja, das war mein Video zum Wargame Event. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt zu Apex Legends, News, Leaks und so weiter, lasst mir doch gerne ein Abo da, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr versäumt. Und ansonsten wünsche ich noch euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Starfox.